Das ist Lexolar Wind Professional, unser Experimentiersystem zur Erforschung der Windkraftnutzung auf dem Niveau der Berufsschulbildung. Für einen sicheren und einfachen Umgang mit den Geräten sind die Komponenten übersichtlich in einem praktischen Koffer aufbewahrt. Wir möchten nun einen beispielhaften Versuch durchführen und mit den Komponenten die Leerlaufspannung und die Drehzahl eines Modells einer Windkraftanlage in Abhängigkeit vom Einstellwinkel untersuchen. Die Leerlaufspannung ist ein wichtiger Kennwert von Spannungsquellen, da sie die maximale mögliche Spannung bezeichnet. Für diesen Versuch benötigen wir die Professional Grundeinheit mit dem Smart Control Komponenten AV-Modul und Power-Modul, den Winderzeuger, den Windgenerator mit Modulplatte, drei Rotorblätter, die Naben für drei Rotorblätter mit unterschiedlichen Anstellwinkeln, die Nabenabdeckung, den Drehzahlmesser, ein Netzteil sowie Kabel und Kurzschlussstecker. Nun haben wir alle Geräte für den Aufbau bereitgelegt. Zunächst benötigen wir die Grundeinheit. Sie besitzt eine Masseleitung und bietet Steckplätze für bis zu 4 Module, die in Reihe oder parallel zueinander geschaltet werden können. Die wichtigste Komponente für den Versuch ist das Modell der Windkraftanlage. Hierfür stecken wir zunächst den Windgenerator auf die Modulplatte und diese beiden Elemente anschließend auf die Grundeinheit. Um unser Modell zu vervollständigen, müssen wir noch den Rotor zusammenbauen. Hierzu wählen wir zunächst den Aufsatz mit dem 25 Grad Anstellwinkel aus. Diesen legen wir umgedreht vor uns auf den Tisch. Anschließend legen wir die drei Rotorblätter in den Aufsatz. Sie besitzen eine abgerundete Fläche, die beim Hereinlegen nach oben schauen muss. Befinden sich die drei Rotorblätter im Aufsatz, wird die Nabe zu guter Letzt mit der Aufdeckung für drei Rotorblätter verschlossen. Da wir später im Versuch die Drehzahl messen wollen und das Drehzahlmessgerät über einen Laser misst, haben wir an den drei Rotorblättern eine reflektierende Folie befestigt. Dies ermöglicht es, dass genügend Laserlicht reflektiert wird und sinnvolle Messwerte erfasst werden. Für unseren Aufbau befestigen wir den Rotor nun an dem Windgenerator. Um kontrollierte Windbedingungen für das Experiment bereitzustellen, nutzen wir den Winderzeuger. Diesen stecken wir zunächst auf die Grundeinheit. Über das Power-Modul können wir den Winderzeuger mit Strom versorgen. Beim Anschließen des Power-Moduls ist auf die richtige Polarität zu achten, da der Winderzeuger sonst nicht funktioniert. Die Windgeschwindigkeit kann nun über die Spannung am Power-Modul bestimmt werden. Für unseren Versuch nutzen wir eine Spannung von 12 Volt. Zur Messung der Leerlaufspannungen schließen wir an unserem Modell noch das AV-Modul an. Dieses Modul ist in der Lage, Spannung und Stromstärke zu messen. Zwischen das AV-Modul und dem Windkraftanlagenmodell wird zur Verbindung ein Kurzschlussstecker aufgesteckt. Nach dem Einschalten des AV-Moduls ist unser Aufbau bereit für die Durchführung. Zunächst schalten wir das Power-Modul und den Winderzeuger ein und warten, bis sich die Leerlaufspannung nicht mehr ändert. In diesem Fall hat der Windrotor eine konstante Drehgeschwindigkeit angenommen. Die Leerlaufspannung beträgt 5,3 Volt. Anschließend messen wir die Drehgeschwindigkeit. Hierbei achten wir darauf, dass das Messgerät direkt auf die reflektierende Folie gerichtet und der Einfallswinkel des Laserlichts auf die Folie gering ist. Der gemessene Wert beträgt etwa 20.000 Umdrehungen pro Minute. Dieser wird jedoch zunächst noch durch 3 geteilt und sinnvoll gerundet, da eine Umdrehung erst mit dem Durchlauf von 3 Rotoren vollführt worden ist.
Der reale Wert beträgt damit ca. 6650 Umdrehungen pro Minute. Für eine weitere Messung verändern wir nun den Anstellwinkel, indem wir den Aufsatz wechseln. Hierzu schalten wir den Winderzeuger aus und nehmen den Rotor von dem Modell. Anschließend drücken wir den Windrotor mit der Spitze voran auf den Tisch, um die Narbe zu öffnen. Der neue Rotor wird auf dieselbe Art gebaut wie der vorige. Für unsere zweite Messung nehmen wir einen Anstellwinkel von 50 Grad. Ist er fertig, stecken wir ihn wieder auf den Windgenerator. Anschließend starten wir den Winderzeuger und führen die Messung auf die gleiche Art wie vorher durch. Die Spannung beträgt nun 1,67 Volt. Die gemessene Drehzahl beträgt 6000, das heißt in Wirklichkeit 2000 Umdrehungen pro Minute. Anhand der Messergebnisse haben wir experimentell bestätigt, dass bei einem Anstellwinkel von 50 Grad die Leerlaufspannung und die Drehzahl geringer ist als bei einem Anstellwinkel von 25 Grad. Für weitere Messungen können nun noch die anderen Anstellwinkel genutzt werden. Neben diesem Versuch können noch mehr als 20 weitere Experimente zur Winderzeugung mit dem Lexula Wind Professional durchgeführt werden. Im zugehörigen Anleitungsheft finden Sie die unterschiedlichen Versuchsaufbauten und Durchführungen. Im Experimentierhandbuch zusätzlich noch die möglichen Auswertungsvorschläge. So befinden sich beispielsweise noch weitere Flügelprofile und ein Narbenaufsatz für 4 Rotorblätter im Koffer. Hierdurch können auch die Leerlaufspannung und die Drehzahl von Windkraftanlagen mit 2 und 4 Rotorblättern oder einem anderen Flügelprofil untersucht werden. Werden für einen Versuch Verbraucher benötigt, liegen hierfür ein Motormodul, ein Potentiometermodul und mehrere ohmsche Widerstände bereit. Mit dem Potentiometermodul ist es ebenfalls möglich, die UI-Kennlinie des Gleichstrom-Windgenerators für verschiedene Rotoreinstellungen zu messen und zu vergleichen. Ein weiteres Messgerät ist der Windgeschwindigkeitsmesser. Er ermöglicht es beispielsweise, den Verlust der Windgeschwindigkeit nach dem Vorbeiströmen an den Rotorblättern zu bestimmen. Neben dem Modell einer konventionellen Windkraftanlage befindet sich im Koffer ebenso ein Savonius-Generator. Er ermöglicht es, beide Technologien zu vergleichen und Vor- und Nachteile herauszuarbeiten. Auf der beigefügten CD sind Experimentieranleitungen und Hintergrundinformationen für die Lehrer sowie Experimentierprotokolle für die Schüler enthalten. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Experimentieren.